Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Let's Play Minecraft, mein Schwert ist kaputt, oh weh. Wie kann das denn nun sein? Ich krepier hier gleich bestimmt. Ach ja, tja, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen auf Wanderschaft gegangen und haben uns so ein, zwei Erfahrungen sammeln können. Ja, wir könnten so ein, zwei Erfahrungen sammeln. Und, oh, wir haben sogar 8 Knochen. Das Hündchen müsste hier noch irgendwo rumschwirren. Hündchen, komm mal her. Hündchen. Wo bist du? Hey, Hündchen. Du bist mein, du weißt es nur noch nicht. Komm mal her. Okay, da haben wir eine Ziege, da haben wir einen Eisbären. Hier haben wir schon wieder ein Wildschwein. Was mal wieder irgendwie total very pissed off ist. Und ich noch keine Ahnung habe, was ich ihm nur schon wieder getan haben soll. Aber okay. Ah. Da scheint unser Hündchen wohl irgendwie so abhanden gekommen zu sein. Hallo? Hündchen? Hündchen, wo bist du? Spiel, meinst du nicht, hier fehlt vielleicht ein bisschen was, hä? So ungefähr die Hälfte des Baumes? Minecraft, ey. So. Jetzt aber erstmal wieder schnell zurück zu unserer Werkbank, denn wir könnten uns ja erst einmal ein neues Schwertchen machen. Ach ja. Ein neues Schwert. Das wäre voll super irgendwie. So. Und eigentlich, ne, hätten wir uns die Strandhütte da hinten am Arsch der Welt, hätten wir uns eigentlich schenken können und hier eine schöne kleine Hütte hinzimmern können. Das hätten wir eigentlich machen müssen. Wisst ihr das eigentlich? So, das kommt wieder weg. So. Hallo, magst du eventuell? Danke. So. Das hätten wir eigentlich machen müssen. Aber nein, wir kamen auf die Idee. So, das kommt da rein. So, sieht da Schwarzpulver, schmeißen wir da auch mal mit rein. Weiß zwar nicht, ob das so sinnvoll ist, aber egal. So, die Fädchen, die können wir da drinnen lassen. Wir könnten uns eigentlich mal einen Bogen machen. Haben wir, wie viele Pfeile haben wir? Aber die Pfeile finden die Pfeile. Wir haben 6 Pfeile. Ah, nee, das lohnt nicht. So, jetzt die Frage. Machen wir uns noch weiter auf und sammeln Erfahrung für unsere paar Verzauberungen, die wir noch machen wollen? Oder lassen wir es sein? Ich würde sagen, komm her, du Mammut! Meine Güte. So. So. Aber ich glaube, das erklärt, glaube ich, was ich vorhab jetzt. Nämlich erstmal schön Erfahrung sammeln. Oh, bis Level 15, 16... 17 oder so, mal schauen. Bei 14 sind wir ja schon fast. Da fehlt ja nicht mehr so viel jetzt. Also von daher. Hey! Hey! Love, Peace and Harmony! Komm mal her, kleine Pferdchen. So. Magst du mir mal das Hühnchen geben? Komische Ameise. So. Was haben wir hier? Cool, hier haben wir nichts. Setz mal trotzdem mal eine Fackel hin. Sicher ist sicher. So. Es will sich schon wieder was mit mir anlegen. Nein, Hilfe. So. Cool. Was ist das? Ach, hier waren wir auch schon mal. Haben wir hier vielleicht irgendwo mal was übersehen? So ressourcentechnisch? Also, ich sag ja nicht nein zu allem, ne? Also. Ja, das war jetzt aber sehr aufregend. Also, ich muss sagen, diese Höhlentour, die war jetzt bestimmt schon damals sehr ausführlich und ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen konnte. Also es ist mir sowieso ein Rätsel, wie ich jetzt überhaupt hier rausgekommen bin. Also, mal ganz ehrlich, die war so aufwendig. Komische Ameise. So. Na, 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 bleib hier. Nicht weglaufen. Ich will doch nur euer Bestes. Nämlich eure Erfahrung. So. Sind wir ja schon gleich Level 15. Das geht ja richtig schnell hier heute. So. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nicht beißen. Beißen ist böse. Und kratzen auch. So. Gut, nicht weglaufen. Scharf, bleib hier. Danke. So. Huhn. Huhn kann ich immer gebrauchen. Die schmecken voll super, so gebraten und so. So, komm mal her. Fast Level 16, dann könnten wir uns ja schon fast wieder so langsam auf den Rückweg machen, wa? Dann könnten wir ja mal so schauen, ne?
wie das mit... Was baut Minecraft? Was hat Minecraft früher komisch gebaut? Also... Wow, 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 wow. Jetzt hier nur nicht aggressiv werden, ne? So. Ist hier gerade hier mal noch wieder Clay? Das ist alles super. Eigentlich haben wir hier noch richtig viel nicht gemacht und nicht erkundet und... Oh Mann. Also theoretisch, wenn wir mal unseren Horizont erweitern würden, ne? Ich glaube, wir könnten hier noch richtig, 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 richtig viel machen, glaube ich. Weil wir waren ja an so vielen, also auch so in so vielen Richtungen waren wir noch gar nicht. Wie zum Beispiel hier. Ich wusste gar nicht, dass hier sowas ist. Wobei das wahrscheinlich jetzt sowieso gerade neu generiert wird, könnte ich mir schon fast vorstellen, weil ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier schon mal waren. Also mir wäre es neu. Wobei vielleicht mal ganz kurz, dass es ein Dschungel ist, wusste ich auch zum Beispiel überhaupt gar nicht. Aber gut, wir wollten ja zurück zu unserem Haus gehen. Und mal gucken, vielleicht sehen wir unseren Leuchtturm gleich schon, den wir bald eventuell mal, ja, sein Leuchten klauen werden. Weil wenn das da oben, also wir haben ja den Turm ja auf unserem neu ja, erbauten Haus, wollen wir es mal so nennen, stehen und naja, also entweder wir lassen das Ganze so oder aber wir klauen dem Turm sein Leuchten und machen da oben dann noch irgendwie eine Chill-Lounge hin. Wollte ich ja eigentlich sowieso machen, so mit Pool und so, aber irgendwie ist dieser Gedanke dann doch wieder leicht davon geflattert. Ja, denn, tja, boah, das sieht echt cool aus hier, muss ich ja schon sagen, ne? Mir wird es ja schon fast leid tun, wenn wir irgendwann mal ohne Texture Pack spielen sollten. Minecraft, wie es aussieht, ohne Texture Packs, ist voll super. Ja, naja, wir schauen mal. Ja, aber komm, das sieht doch nicht schlecht aus. Also, das sieht doch nicht schlecht aus. So, und meine Ambitionen gehen ja sowieso noch dahin, dass wir irgendwann mal erstmal ein paar Hühnchen futtern hier. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, ich zeig's euch, ich zeig's euch. Und dann, die ganzen Bäume hier erstmal wieder wegkommen, selbstverständlich. Und dann muss hier noch ein Berg weg. Kalle. Oh, jetzt kommen die sogar schon zu zweit. Ey, jetzt hat er seine krassen Brüder oder was, ne? Alter, kannst du nicht alleine kämpfen oder was, ne? Nämlich, dieser Berg hier muss noch weg. Dieses kleine Hügelchen hier. Da hätten wir hier nämlich wunderbare Aussicht auf das Gebäude. Mist, ich wollte euch ein Bild posten. Mach ich sofort nach der Aufnahme. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall erst einmal nach unten in den Keller rein. Und schau mal, was wir hier so ein bisschen drauf machen könnten. Aber was ist denn da eigentlich drauf? Effizienz 5, Behutsamkeit 1, Haltbarkeit 3. Ha, was können wir denn mal... Oh, was kostet das? Nichts, okay. Kann ich aber auch nichts drauf machen. Ah, aber ich könnte hier Effizienz drauf machen. Das könnten wir eigentlich mal machen, wa? So, Effizienz... Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Effizienz 4. Ah, das wäre ja... Oh, cool. Ah, das wäre ja schon fast etwas. Und wieso kann ich das nicht? Ah. Also ich kann also auch die Dings wieder runternehmen. Das ist cool. Vor allem gut zu wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann könnten wir ja eigentlich mal... Hier mal Effizienz Dings draufknallen. So. Und wisst ihr was? Wir nehmen jetzt hier mal die Bäumchen weg. Egal, ich habe zwar eigentlich gesagt, wir wollten eigentlich... Oh ja, das geht schön schnell. Ja, das, damit können wir arbeiten. So. Aber ich glaube, vorher soll ich unbedingt nochmal das Inventar ausräumen und vielleicht schlafen gehen. Weil, wobei, wir könnten eigentlich nach... Nein, wir gehen ins Bett. Wir gehen definitiv ins Bett. Da machen wir uns auch ein bisschen ran, da ein, zwei Bäume fällen und dann ist, glaube ich, auch schon wieder Feierabend für heute, wa? Och, Mann. Die Folgen gehen so schnell rum jetzt, so vor 300. Das finde ich richtig schade.
Ich meine, ich habe ja schon teilweise wirklich 20-Minuten-Parts gemacht, aber ich komme einfach nicht mit dem hinterher, was ich eigentlich machen will. Von daher schätze ich mal, wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wir nicht sterben. Dass wir nicht sterben. Hör auf zu schreien, gib mir deine Erfahrung. So. Dass wir tatsächlich... Was wollte ich denn jetzt erzählen, Mann? Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gekommen wegen dem blöden Werwolf da und Kalle hier eh wieder. Oh, typisch Kalle, ey. Das geht ja gar nicht klar. So. Wie komme ich da jetzt hoch? So, okay. Komme ich jetzt hier auch noch irgendwie ganz nach oben? Oh, seht ihr, wie schnell das geht? Das ist richtig cool. So. Zack, zack, zack. Das ist richtig geil, ey. Muss ich ja schon ganz ehrlich mal so sagen, ne? Ich glaube, das ist bisher die geilste Axt, die wir bisher hatten. So. Das ist ja richtig cool. Naja, gut. Was erwartet man sonst auch von Effizienz 4, ne? War da Effizienz 4 jetzt drauf, ne? Ne, Effizienz 3, egal. Es ist jetzt für Effizienz 3 drauf. Konnten wir nicht Effizienz 4 drauf knallen da? Na, egal. Egal. So, was ist das jetzt? Nee. Da fehlt noch was. Da fehlte noch ein einziger Baum. Den hätten wir noch mal wegnehmen müssen da. So. Siehst du, und das Inventar wollten wir leer machen. Oh Mann. Schon wieder alles vergessen hier. Aber wie geht das denn erst mit Effizienz 5 ab hier? Das wäre ja... Wobei so Reichweitenverlängerung wäre auch mal ganz cool, so als Verzauberung, muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen, ne? Da kann man nicht nur die berühmten 5 oder 6 Blöcke weit abbauen, sondern vielleicht mal ein paar mehr. Das wäre in manchen Situationen gar nicht mal so verkehrt. So. Ich höre doch da nicht gerade einen Riesenpopel rumhüpfen, wa? Und wenn ja, wo ist er? Oh, da ist er. Wo kommst du denn her, du Popel, ha? So. War's das schon? Tatsache. So. Und wieso ist hier ein Loch? Wieso ist da ein Loch im Boden? Waren das wieder die Endermänner? Wobei, von denen habe ich schon lange keinen einzigen mehr gesehen, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Wir haben schon ewig kein Enderman mehr gesehen. Ha. Komisch, 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 komisch. Naja. Schlimm finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil ich finde, das sind, gehört zu, also die sind sowieso solche, die man eigentlich mal, ja, aus dem Spiel rausnehmen könnte. Weil was machen sie denn? Sie klauen Blöcke, toll. Diebe in Minecraft. Na du Rabe. Oder Krähe oder whatever du auch sein sollst. Wenn ich Diebe in Minecraft haben will, gehe ich auf einen Multiplayer-Server und dann habe ich da wenigstens richtige Diebe. Die stellen sich dann nochmal ein bisschen an, ne? So. Aber jetzt müssen wir erstmal Inventar leer machen. Und uns erstmal ein Hühnchen so richtig schön ins Gesicht drücken, so. Ach ja. Wisst ihr was, es ist Folge 296 und wir sind fast zu Ende. Wir sind schon wieder bei 13 Minuten. Na Rocky, was geht, ha? Alles klar bei dir? So, was habe ich jetzt hier eigentlich alles? So, wir gehen erstmal hier nach oben. In die Mo Creatures Mod Kiste packen wir jetzt erstmal ein bisschen was rein hier. So, Samen, Kohle, Pflaster, Redstone, So, die Erde kommt da rein, so wie die Pflastersteine und die Steine und die Slimeballs, die kommen da rein, die Federn auch. So, das Fur, das kommt da auch rein, die Knochen kommen hier ebenfalls rein. So, dann das Leder, das kommt hier rein. Wieso habe ich hier eigentlich einen Sattel? Ach stimmt, den hatten wir doch in der letzten Folge da aus der Kiste genommen, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wieder total alles vergessen hier. So, das Hühnchen. Das rohe Hühnchen, das könnten wir mal entweder braten, sofern wir hier nochmal einen Ofen finden. Die Kohle schmeißen wir jetzt einmal rein. So, peng aus. So, wobei, das könnten... Machen wir lieber so. 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 Und weg damit. So, ganze Kiste gleich voll mit Steinen, ey. Meine Güte, was sollen wir denn mit den ganzen Steinen mal anfangen? Ich weiß es nicht. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Die graue Wolle kommt da auch rein. Die Stecker nehmen wir weiterhin mit. Die Eisenbarren, na, die nehmen wir auch weiterhin mit. So, die Schaufel, die Hacke. Die Hacke, das ist wieder so ein Ding, was wir eigentlich erstmal nicht brauchen. Deswegen schmeißen wir das erstmal da rein. So, die Samen, die könnten wir mal da rein tun, wo sie hingehören. Und irgendwie könnten wir hier mal so langsam wieder eine neue Glasscheibe reinsetzen, ne?
Was uns diese Werwölfe nicht schon alles gekostet haben, ne? Ey, das ist unglaublich. Naja, egal. Hilfe? Wieso und woher und warum? Wie? Hä? Also das ist jetzt so der Moment im Leben eines jeden Gamers, wo er sich fragt, wo kommt das her? Und wieso ist das so? Egal, ich hab nichts gesehen. La 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 la. Man muss auch einfach mal die Dinger so einfach so akzeptieren. Ich verstehe es zwar nicht, aber... Hä? Komische Dinge passieren hier. Aber das war ja schon von Anfang an so, ne? Dass hier einfach mal irgendwelche komischen Dinge passiert sind. So. La 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 la. Ach ja, Monkey Island. Ach ja. Also der Soundtrack ist super. Das Spiel wird auch noch irgendwann gespielt. Oder gar Let's Play? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht es auf der Liste, was ich unbedingt noch machen möchte, ganz weit oben. Also ich meine, das Soundtrack... Na, ich habe es gestern schon auf Twitter erwähnt. Also, manchmal merkt man mir so ein, zwei Dinge an. Und dazu gehört halt auch, dass ich die Disney-Filme unheimlich gerne mag. Schon damals und heute und... Disney, bis weil die alten Disney-Filme werden auf jeden Fall auch welche sein, die meine Kinder noch zu sehen kriegen, ob sie wollen oder nicht. Auch wenn es heißt, Papa, du bist ja voll uncool. Trotzdem, die kriegen sie vorgesetzt, ganz einfach. So, und da musste ich dann ja erstmal anfangen zu diskutieren, von wegen Soundtrack und auf Englisch, nee, auf Deutsch hören die sich teilweise an wie Schlager. Ich so, was? ja. Hallo Kalle, na, was geht? Alles klar bei dir? So. Also da habe ich schon, also da bin ich schon fast vom Glauben abgefallen. Okay, gut. Die Soundtracks klingen in ihrer Originalsprache definitiv teilweise besser. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ja, ihr seid doch scheiße. Also will ich ja gar nicht abstreiten. Aber zu sagen, wie Schlager? Hallo. Selbst wenn, das ist Disney. Hallo. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Hier steht ja schon wieder ein Baum. Kommt der denn jetzt wieder her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, hier haben wir uns wirklich was rangezüchtet, was wir gar nicht so... Ja. Ja. Kleiner Kalle war mal wieder voll auf Abwägen. Hat mal wieder überhaupt nicht gepeilt, was Sache ist. So. Jetzt kriegt der hier erstmal aufs Fressbrett und jetzt kriegst du hier erstmal aufs Fressbrett. So, jetzt könnt ihr mich hier ruhig mal meine Sachen wieder einsammeln lassen und die Folge beenden. Blödes Viehzeug, ey. Meine Güte. Also, das ist... Ja, wie gesagt, das sind dann wieder so Sachen... Naja, egal. So, haben wir jetzt hier gleich mal wieder alles eingesammelt. Wobei, hier kommen ja sowieso noch die ganze Zeit irgendwelche Sachen runter. Das wäre wahrscheinlich dann sowieso so ein Fall, was wir dann in der nächsten Folge machen könnten. Und falls euch diese Folge gefallen hat, die ja nun doch erstmal wieder etwas ruhiger war, nicht so actiongeladen mit Monsterjagen und so, dann könnt ihr ruhig gerne mal einen Daumen hoch geben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und, ja, bis dahin.